Hallo ihr Lieben, hier zur dritten Folge von X4. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Bosotar wieder getroffen und sind samt mit unserem Hauptquartier hier im profitablen Handel gelandet. Ach ja, ich finde das ein bisschen schade, weil ich wäre ultra gerne hier unten in den DLC-Sektoren ansässig gewesen mit unserem Quartier. Das wäre voll cool gewesen. Nun gut, jetzt sind wir erstmal wieder hier in den alten Sektoren, aber ich möchte heute unbedingt eine Verbindung hier herstellen. Ne? Ich möchte hier wieder rein und hier die Sektoren erkunden. Das müssen wir unbedingt schaffen. Ich habe auch schon so eine Idee, die mir in der letzten Folge nicht eingefallen ist, aber dazu gleich mehr. Ich möchte nämlich erst noch schauen, was ich heute noch schaffen möchte. Wir wollen hier den Dock bauen, ne? Bosotar hat uns ja zum Auftrag gegeben, ich zeige euch das eben, hier einen Dock anzubauen. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll, weil wir eventuell dadurch die Forschung wiederbekommen. Und da konnten wir ja die Teleportation erlernen und Modifikationen. Das wäre richtig gut. Vielleicht geht ab dem Punkt auch die Hauptgeschichte weiter. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir haben hier noch einen Razzia-Quest, den wir hier in Argon Prime angenommen haben. Den machen wir dann auch gleich noch schnell. Und ihr Lieben, ich war fleißig außerhalb des Gameplays. Ein bisschen. Ich habe ein paar Kristalle gefarmt. Weil ich habe mir überlegt, wenn wir das Dock bauen, brauchen wir ein bisschen mehr Credits. Hier Bandanitkristalle wieder einige, 322 Stück, 322.000 und hier von den Kristallen haben wir 300.000, so 600.000 Credits. Das werden wir mal als erstes machen. Wir gehen die verkaufen. Wir haben ja auch in der letzten Folge ganz viele Container aufgesammelt. Ihr wisst ja, zweiter Kontakt, hier ist schon wieder was los ist bei mir. Ne? Das war ja schon in der ersten Staffel so, dass schon wieder so umkämpft. Und wir müssen unbedingt aber vorher schauen, bevor wir das verkaufen, ob wir da Sensorteile gefunden haben, ne? Nicht, dass wir die aus Versehen mitverkaufen. So, hier ist die Werkbank. Dann schauen wir mal rein. Ah ja, schaut mal, 10 von 25 Raumfliegen. Ah ja, das wäre natürlich gut gewesen, ne? Aber die sind auch 100.000 wert. 105.000. Oh, die könnten wir eigentlich verkaufen, ne? Ist zwar schade drum, aber die können wir ja immer wieder sammeln. So. Ja, Sinsa, schaut mal, programmierbare Feldmatrix müsste das sein. 564.000, ist das auch so viel wert? Wir brauchen ja eigentlich nur ein was davon. Da könnten wir drei verkaufen, oder? Dann hätten wir noch mehr Credits. Ja, aber das ist cool, dann fehlt uns jetzt noch das und das. Gut. So. Dann. Kann ich helfen? Ja, zeig mir mal bitte dein Bitte Angebot. sehr. Dankeschön. Hier haben wir die Raumfliegeneier. Wie viel werden wir dafür bekommen? 117.000. Ha. Ja, kommt, ich verkaufe die. Ich meine, das ist jetzt auch illegal. Wenn wir erwischt werden, müssen wir sie eh abschmeißen. Dann verkaufen wir die erstmal. Dann haben wir hier die Kristalle. Weg damit. Und die. Das hier? Das brauchen wir doch auch erstmal nicht, oder? Wenn wir später hier die Modifikationen erlernen, dann hebe ich hier wieder vieles auf, ne? Da brauchen wir ja einiges. So, können wir noch irgendwas verkaufen? 800.000. Erwartet hier. Hier haben wir doch was. Genau, drei Stück. Eins, zwei, drei. Mehr nicht. Eins brauchen wir noch. Und ja, schaut mal hier. Grundlagenseminar. Schiffssteuerung. Und Seminar für Crew mit 1 Stern. Was ist der Unterschied hierzu? Wäre mal echt interessant. Ich habe auch noch nie ein Seminar gesehen, was über 1 Stern ging. Ich nehme das mal mit. Unser Pilot hat ja, glaube ich, so anderthalb. Vielleicht kann er das noch lernen. Ich nehme mal von jedem einen mit. Hier auch nur eins. Irgendwer kann das bestimmt gebrauchen. Machen wir es so, ne? Bestätigen. Perfekt. Viel Glück da draußen. Ja, danke. Dir auch. Okay, passt auf. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Ich bin hier übrigens im Raumdock von Argon Prime angedockt. Wir hatten ja die Mission hier in der letzten Folge gemacht. Und weil ich möchte mir hier gleich Ressourcen, Sonnen und Satelliten kaufen. Für die nächste Folge habe ich mir nämlich schon überlegt, dass wir uns eventuell, je nachdem, ob ich genug Credits dann habe, ein Bergbauschiff kaufen und das hier farmen und verkaufen lassen, weil dann steigen wir hier relativ gut und schnell im Rang und ich möchte hier unbedingt Rang 10 werden. Ne? Definitiv, das wird richtig cool. Oh, ich freue mich schon. Ich könnte immer hier gleich alles gleichzeitig machen, aber sachte.
nicht zu schnell, so macht das auch Spaß, gehört ja alles dazu. So, passt auf. Seht ihr, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ja, komm, ich habe dir was mitgebracht. Schau mal. Oh, für Pilotenseminar, Dorsch, genau, 1,5 Sterne hat der. Ich mach das mal. 2,5, oh, perfekt, der ist fast 3 Sterne dann. Kann ich helfen? Kannst du jetzt irgendwas anderes? Das andere kann er zum Beispiel gar nicht gebrauchen, wo das jetzt nicht mit Sternen stand. Seht ihr das? Und das mit der Verwaltung kann der auch nicht machen. Okay. Ich schau mal eben, ob die andere das mit der Verwaltung machen kann. So. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt geht's wieder, okay. Personalverwaltung. Rufen. Redet sie damit? Kann ich helfen? Führe Verwaltungsseminar durch. Erfordert Seminar für Crew mit 2 Sternen. Nee, das geht leider nicht. Okay, nee. Mach mal deine Arbeit weiter. Ende und aus. Cool. Ach ja, übrigens, schaut mal, weil ich hier gerade drinne bin. Ihr Lieben, ich habe was entdeckt. Hier, die Managerin gehört unserem Hauptquartier schon an. Die haben wir einfach auch so dazu bekommen. Und ich habe hier auf der Lumme, das werde ich nämlich gleich mal machen, eine Servicemannschaft. Wusste ich nicht. Ist aber cool. Wir können uns gleich eine neue eventuell holen, falls wir die brauchen. Und zwar, daran hatte ich nämlich nicht in der letzten Folge gedacht. Ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, dass wir die Piloten remote-mäßig hin und her schicken können, ne? Und ich werde jetzt versuchen, den Piloten hier in das Schiff zu bringen. Das hätte mir ja mal letzte Folge schon einfallen können. Na toll. Genau, das machen wir jetzt. Passt auf. Der hier soll woanders für mich arbeiten. Und zwar, ich bin ja in der ersten Staffel, habe ich das ja immer so gemacht, die beiden an der gleichen Station landen lassen und dann sozusagen die Piloten getauscht. Aber dank eurer Tipps weiß ich jetzt, dass das auch so geht. Gut, abbrechen sollte man nicht klicken. Okay, das Ganze nochmal. So. Und dann hier. Und dann sollst du als Captain arbeiten, zuweisen. Och, perfekt. Und wisst ihr, was wir dann jetzt hier machen? Jetzt lasse ich das Schiff hier unten den Sektor schon mal erkunden. So, der hat jetzt einen Piloten. Okay, so, und ich mache ein bisschen größer den Bereich, dass er direkt hier überall lang fliegen kann. Der ist ja auch schön schnell, das ist ja, glaube ich, auch ein Spieler, ne? Den kann man perfekt als Erkunder benutzen, schaut mal bitte. Und während wir dann nämlich da oben jetzt noch umwurschteln und das machen, kann der hier schon mal aufdecken. So, komplett groß bitte. Ja, schaut. So, und dann habe ich mir nämlich auch überlegt, dass ich dann eventuell den hier zu mir fliegen lasse oder unseren Piloten hier runter. Also, dass ich nicht selber fliege, wisst ihr? Der muss ja hier irgendeinen Weg freigeschaltet werden. Das werden wir aber gleich testen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Dock. So, und bauen das dran. Ne? Das hat uns ja der Bosotals-Auftrag gegeben. Dockmodule. Hier haben wir ja ein Luxusmodul freigeschalten. Ah, das ist bestimmt teuer, kann ich mir vorstellen. So, pass mal auf. 4x M-Docks, 10x S-Docks. Ist auf jeden Fall groß, ne? So, was brauchen wir? Benötigte Materialien? Hier steht nichts. Okay. Oh, Energiezellen. Silikonkabel und Computonik-Substrat. Ach ja je. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Können das die anderen Sektoren sozusagen uns schon beliefern oder die anderen Schiffe? Ich selber weiß ja, dass das immer relativ, selbst mit Sinsa, relativ lange gedauert hat, bis meine Sachen immer fürs Bauen geliefert wurden und ich damit meinen Transportern selber Sachen rangeschafft habe. Aber hier zu den Sektoren war ja auch jetzt noch gar keine Verbindung. Aber ob das jetzt schon NPC-Schiffe liefern, wir haben ja hier auch keinen Satelliten und nichts. Oh, das ist ja jetzt doof. Ich hätte das aber schon gern gebaut. Ich überlege gerade, wisst ihr, was wir machen könnten? Moduländerung verwerfen. Ein anderes haben wir jetzt hier nicht. Nee, nee. Verwerfe ich nochmal. Das können wir ja definitiv an unsere erste Station dann bauen. Ich überlege gerade, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten hierher fliegen.
Und mal bei den Blaupausen schauen, ob wir da ein einfaches Dock bekommen. Wollen wir das machen? Ja. Das braucht denn hoffentlich nicht diese Ressourcen. Da müssen wir denn schauen. So, okay, machen wir das so. Hier kaufe ich jetzt aber noch ein paar Satelliten und Ressourcensonden, denn in den Sektoren, die wir entdecken wollen, wollen wir denn da auch ein bisschen was auslegen? Steh mal bitte kurz auf. Ich grüße Sie. Ich grüße dich auch. So, angedocktes Schiff ausrüsten. Ah, schaut mal, hier sehen wir auch die Werte für unsere Lumme. 3200 Reisegeschwindigkeit. Oh, schaut mal, wir könnten das schneller machen. Boost, das hattest du vorher. Kostet das was? Ach nee, das kostet so viel. Nee, okay, gut, ich lasse das. Okay, wir brauchen ein paar Verbrauchsgüter. So, Satelliten. Ich nehme mal 10 Satelliten mit. So, und 10 Ressourcensonden. Okay, und ja, kommt, wir nehmen hier 5 mit, falls wir uns was markieren wollen, ne? Perfekt. 163.000 kostet das schon echt jetzt. Gut, 4 Sekunden, das geht. So, dann gehen wir Hallo. mal zur Schiffswerft. Ich lasse mal ihn dahin fliegen. Du kannst ruhig wieder auf deinen Sitz, ne? Okay. Wir lassen ihn mal dahin fliegen. So. Andocken und warten. Machst du das jetzt? Du, ich lasse dich extra fliegen, damit du schön aufsteigen kannst und dann machst du nichts. Kann ich helfen? Ja, du sollst losfliegen. Oh, wieso fliegst denn du Ma'am? jetzt nicht? Du sollst da bitte andocken. Hier andocken und warten. Ah, jetzt macht das. Okay. Gut. Perfekt, dann können wir das nämlich so machen. In der ersten Staffel hatten wir ja für unser Hauptquartier, hatten wir ja so ein, ich glaube, das war ein einfaches Dock, ne? Das hatte nämlich nur Energiezellen und irgendwie hier diese Höhenteile oder sowas gebraucht. Die bekommt man ja hier immer. So, ich schau mal, was das macht. Oh, hier ist eine Verteidigungsstation. Ist echt die Frage, ob unser Hauptquartier jetzt hier immer bleibt oder ob wir wieder hier hinkommen. So. Oh, der ist echt schön schnell. Ich überlege, ob wir den als Entdecker lassen, ne? Könnten wir eigentlich machen. Oder wir fliegen den hier wieder, weil der schneller ist. So, okay. Bist du schon raus? Ja. So, dann machen wir die Quest gleich hier noch. Die Razzia-Quest. Da sollten wir zur Waffenkomponentenfabrik fliegen und kriminellen Verkehr stoppen. Beziehungsweise zerstören. Genau, und wenn wir das gemacht haben, fliegen wir hier runter, ne? Und dann können wir hier ein paar Ressourcensonden verteilen. Ist die Frage. Notration. Wir müssen halt bloß auch was finden, wenn wir hier Bergbauschiffe farmen lassen, dass das auch verkauft werden kann, ne? Die haben ja echt alles hier ihre eigenen Sachen. Naja, nun gut, wir müssen erstmal schauen, was es da überhaupt gibt. Hier ist ja zum Beispiel von diesen eine Mühle. Vielleicht kann man das hier farmen, ne? Aber die nehmen anscheinend auch Silizium. Okay, das wäre natürlich cool. So. Bist du schon am Andocken? Ja. Findet ihr denn, dass die Besatzung besser fliegt oder der Autopilot? Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass der Autopilot so ein kleines bisschen besser ist. Aber ich habe ja gesagt, dadurch, dass die dann hier leveln, werde ich jetzt die Crew öfter nehmen. So, hier docken wir anscheinend außen an. Okay, perfekt.
So Standardmodule müssten wir ja kaufen können. Ne? Manche sind ja erst ab Level 10 oder 20. Die Verteidigungsstationen, die waren ja ab Level 20. Oh, da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn wir das bauen können. So, perfekt. So, du wartest hier, ich bin gleich wieder da. Okay. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Vielleicht hätte ich das andere Dock jetzt auch bauen können, aber es wäre halt bloß schade, wenn das so ultra lange dauert, ne? Weil die Ressourcen nicht beliefert werden können. Ich glaube, hier müsste ich hier hin, genau. So. Oh, ich hoffe, dass das jetzt nicht so teuer ist. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ah, seht ihr hier? Die Polizeilizenz und so. Oh, da freue ich mich schon. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Die Blaupausen bitte. So, Module. Dockmodule. Ja, haben wir welche. So, passt mal auf. Ach, herrje. Ein M6S. Och, die sind ja auch total teuer, ne? 3M6S, 573.000. Och, nee, oder? Ich dachte, so ein einfacher ist wesentlich preiswerter. 374.000. Standard. Was ist der Unterschied zwischen einfach und Standard, ne? Luxus. Wieso kann ich den nicht wählen? Ach, hier braucht man Level 10, okay. Hier hätten wir 3M. Oh, das wäre fast besser, 3M, ne? Weil wenn wir später so Transportschiffe und so, Transporter oder so, oder uns ein M-Kampfschiff holen. Aber an dem Hauptquartier habe ich sowieso nicht so viel gebaut. Hier sparen wir natürlich fast 200.000. Ich nehme erstmal das, die anderen können wir uns immer noch holen, oder? Ja, klar, kommt. Oder wartet, wir nehmen Standard, oder? Kommt, wir nehmen Standard. Die 20.000 gehen wir mehr aus. Aber hier sparen wir einfach jetzt über 100.000 und... Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir nur noch 700.000. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Blödsinn gemacht. Aber so richtig gebaut hatten wir ja dann eher an unserer ersten Verteidigungsstation und so. Und die anderen Module, wie gesagt, können wir uns alle noch holen. So, nehmen wir jetzt das. Ich denke mal, dass das was besser ist. Container. Oh, schaut mal, hier haben wir sogar schon Container. Klasse. Genau, hier haben wir es jetzt. Das sieht zwar nicht so gut aus wie das, aber die bauen wir ja hier auch noch alle. So, das baue ich jetzt dran. Okay, schaut und seht ihr, hier braucht man nur Energiezellen, Höhlenteile und Nanotronik. Es war hier auch was mehr, aber das nehmen wir jetzt. So, übernehmen. So, Kaufanträge müssen wir noch machen und dann mache ich mal Schätzwert. So, 182.000 und, ach ja, Konstruktionsschiff. Ob wir da jetzt direkt eins finden? Jetzt ist hier keins unterwegs, echt nicht. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man hier nicht so viel hat, ne? Wir haben ja bis jetzt auch noch keine Satelliten. Nee, da haben wir echt jetzt noch keins. Ich zoome mal ganz weg. Ist bei dir zufällig eins in der Nähe? Nee, auch nicht. Ach, das ist ja schade. Dann müssen wir schauen jetzt, wenn wir losfliegen oder hier uns bewegen, ob wir eins sehen, ne? Ja, okay, dann machen wir es so, ihr Lieben. Wir gucken jetzt hier ein paar Mal rein, ob wir ein Konstruktionsschiff sehen. Okay, schade. Gut, da müssen wir noch kurz warten. Ich gehe mal zurück zum Schiff. Ist hier echt keins? Nee, hier ist wirklich keins unterwegs gerade. Das ist ja doof. Nun gut. So, dann werden wir jetzt erstmal die Razzia-Quest machen. Dass wir die schon mal abgeschlossen haben hier. Bei den Argonen und Teladi und Paraniden möchte ich ja sowieso auch wieder einen höheren Rang haben. So, abdocken. Und dann machen wir jetzt schnell die Quest. Oh, jetzt wird gespeichert.
Ich hoffe, wir bekommen das gleich hin mit der Razzia-Quest, weil mir ist aufgefallen, wo ich diese Kristalle gefarmt habe, dass das hier diese, ich denke mal, Schrotgeschütz ist oder sowas, ne? Das hat ganz schön gestreut, dass wir nicht die Station treffen. So, dann machen wir uns das mal eben rein, auf aktiv setzen. So, das ist dann... Hier müssen wir her. Ah, das ist hier unten, kann das sein? Oh, das ist ein zweiter Kontakt, okay. Dann fliegen wir dahin. Jetzt nehme ich doch mal schnell den Autopiloten. Eingeschaltet. Da kann ich nämlich jetzt mal hier noch schnell auf der Karte gucken, ob wir irgendwo ein Konstruktionsschiff haben. So, ah, das wäre natürlich jetzt gut, wenn wir eins finden würden, ne? Habe ich gar nicht bedacht. Wir können ja jetzt nicht überall reingucken, ob hier irgendwo was in der Nähe ist, weil wir keine Satelliten und so haben. Du hast nicht zufällig auch eins hier, ne? Nee, okay. Oh, hier oben ist eine Handelsstation. Was nimmt die alles an? Proteinpaste, so viele neue Sachen. Wir müssen echt mal schauen mit den Silikonkabeln, ne? Vielleicht kann man das hier auch abernten. Konstruktionsschiff, Konstruktionsschiff. Oh Gott, beeilen, beeilen, beeilen. Och nee. Och ja, sieht er dann, wenn es hektisch wird, ne? Och Mensch. Hier. Schiff, 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 wo bist du? Oh, schnell, schnell, schnell darunter. Wo bin ich? Aber wenn das von da unten fliegt. Och nee, war ich jetzt zu langsam? Och nö. Super. Hier hatten wir eins gerade. Das gibt's doch nicht. Hier war jetzt kurz angezeigt. Oh Mann. Autopilot. Ausgeschaltet. Erreiche System. Weiter Kontakt. Warte, hier kann ich nicht machen. Moment, wir müssen noch mal ganz kurz. Halt mal kurz an, bitte. Wir müssen noch mal kurz Argent Prime reinfliegen. Nee, hier ist auch eins. Doch nicht, müssen wir nicht. Oh, schnell. So, Konstruktionsschiff. Ja, da werde ich hektisch, ne? Ich würde das schon gerne noch schaffen. Hier, schaut mal, jetzt haben wir drei Stück. Oh, wie schön. Gut, dann nehmen wir mal eins. Ach ja, seht ihr, das kostet auch 50.000. Na, das habe ich vergessen. Und hier, schaut, hier melden sie sich direkt an. Das ist ja cool. Wird alles geliefert? Auch perfekt. Ey, das ist super. Das können wir sogar diese Folge noch fertig machen. Super, dann lassen wir das alles anliefern. So, und jetzt geht's weiter zur Quest. Autopilot eingeschaltet. Genau, jetzt können wir da runter. Oh, schaut mir jetzt schon wieder was los. Und wir haben ja jetzt hier echt im Spiel drei Feindliche dann, ne? Es gab ja noch die Karg, dann die und die Xenon. Und die sind ja auch so mittelschwerfeindlich, sag ich mal. Die hier. Aber die greifen, glaube ich, eigentlich an, ne? Mit minus 15 greifen die, glaube ich, nicht an. So. Okay. Oh, schaut mal, da haben wir das noch gefunden, ne? Jetzt müssen die nur hier alle herkommen. Oh, wir brauchen echt auch wieder Satelliten. Ich bin ja am Überlegen, ob ich irgendwie, wenn wir gut Credits machen sollten, dann mit Bergbauschiffen und so, ob man direkt diese größeren Satelliten kauft, ne? Was meinten ihr dazu? Kauft ihr immer diese kleinen Satelliten oder kauft ihr auch eher die großen Satelliten? Lohnt sich das vielleicht mehr? Weil wenn ich viele kleine kaufe, um gewisse Bereiche hier abzudecken, dann gebe ich ja am Ende fast auch so viel aus wie ein großer, der vielleicht hier das auch abdecken könnte, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So. Da sind wir gleich angekommen. Du deckst noch auf. Perfekt. So. Autopilot ausgeschaltet. Jetzt müssen wir nur aufpassen mit dem Schießen, ne? Da haben wir es. Vier Stück sollen wir zerstören. Okay. Ich meine, es kann ja nicht schaden, hier schon mal im Rang zu steigen. Ich würde mal sagen, wir scannen hier direkt ein bisschen was, oder? Bis jetzt ist ja hier noch kein krimineller Verkehr. Waffenkomponentenfabrik. So, cool. Hier ist deren Verteidigung. Rot war ja immer die Verteidigung, ne? So. Schaut mal, da oben haben wir ein Signal. Ich flieg mal hin.
Ja, wartet, das machen wir gleich. Ich sehe hier gerade ein. Tourboss A. Ist er schon? Perfekt. Ja, die Waffe ist nicht so schlecht, ne? Aber die streut halt. So, was haben wir eingesammelt? Eine hydraulische Pumpe. Gut. Jetzt fliegen wir da nochmal hin. Hallo, was hast du denn? Liefere mit mindestens 30 Minuten verbleibend, um den maximalen Bonus von 39 Credits zu erhalten. Einmalige Gelegenheit, liefere. Ach, herrje. Das dürfte ja nicht weggehen. Ich breche das erstmal ab. Das können wir uns dann auch noch später holen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, bitte. Das bleibt ja eigentlich, ne? Kurzstreckentransporter. Können wir uns ja merken, dass das hier ist. Hier ist der nächste Kriminelle. Och, nee. Flieg mal ein bisschen weiter weg von der Station. Ich glaube, da müssen wir näher ran. Nee, hier treffe ich die Station, oder? So. Ich will die echt nicht treffen. Die sind immer so ultra schnell sauer dann. Ja. Fliegt noch ein Stück höher. Okay, den haben wir. Perfekt. 2 von 4. Da hinten haben wir. Ziviles Schiff. A. Oh, schaut mal, wie viele jetzt hier sind gerade, ne? Ist ja krass. Das war nichts. Flieg nur mal weg, bitte. Wer schießt denn da jetzt gerade? Wieso bin ich jetzt feindlich? Das gibt's doch gar nicht, oder? Seht ihr das? Kurzstreckentransporter. Wieso bin ich jetzt bitte feindlich, wenn ich euch helfe? Danke für Ihre Hilfe. Ja, siehst du? Du, bitte aufhören! Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? +2, ich bin doch jetzt neutral. Jetzt bin ich wieder neutral, habt ihr das gerade gesehen? Einen müssen wir noch. Ich war gerade kurzzeitig rein. Ich hab da extra aufgepasst. So, den haben wir auch. Mission abgeschlossen, haben wir abgeschlossen. Oh Gott. Ja, aber schaut mal, da ist so eine... Nee, jetzt sind schon 2 hinter mir her. Die meinen mich, oder? Ja, ich kann auch keinen Reisemodus starten. Na super. Das ist natürlich doof, wenn man denn eine Mission macht und das trifft, ne? Obwohl wir jetzt eigentlich einen Rang gestiegen sind. Na gut, aber nicht schlimm. Ich habe ja die Mission abgeschlossen. So, schaut mal, hier sind sie sogar blau, ne? Die kommen echt mir hinterher geflogen. Ach, Menno. 3 Stück. Jetzt können wir Reisemodus anschalten. Hier im Spiel sind sie rot. So. Ja, fliegen wir erstmal was weg. Argonisches Stationssicherheitsschiff. Die waren echt sauer auf mich. Dabei war ich wirklich vorsichtig. Na toll. So, passt auf, ihr Lieben. Jetzt aber, ne? Jetzt würde ich sagen, versuch mal hier reinzukommen. Und ich möchte hier unbedingt, falls wir uns dann in der nächsten Folge ein Bergbauschiff holen, hier schon mal Satelliten- und Ressourcensonden auslegen. Wir können ja hier auch noch ein bisschen Langstrecken-Scanner benutzen. Ja, das machen wir, oder? Dafür lasse ich dich aber fliegen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Du fliegst jetzt bitte für mich hierhin. Warte mal, hier war ungefähr der Oberort, oder? Hinfliegen und warten. Der fliegt los, perfekt. Schaut mal, hier haben wir jetzt auch die Mission drin. Das ist natürlich gut. Okay. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob der das hinbekommt. Oh. So, wir haben noch 556.000.
Da fehlt noch ein bisschen was. Zur Not würde ich außerhalb des Gameplays da noch ein bisschen farmen gehen. Na, ihr Lieben, wenn da noch was fehlt. Aber ich strebe schon an, dass wir in der nächsten Folge ein Bergbauschiff holen. Was haben wir denn hier? Laserturm. Also lass der mein Hauptquartier in Ruhe. So, Bauplanen. Wie sieht's aus? Oh, es fehlen nur noch Hüllenteile. Das ist ja genial. Super. Aber das braucht, glaube ich, was, ne? Schön, dass das diesmal was schneller klappt. So, du gehst jetzt auf den Highway. Können wir gleich mal sehen. Ah, der fliegt nach oben. Der fliegt jetzt wieder zu Argon Prime. Ich guck mal, dass er jetzt nicht irgendwas anderes drin hat. Erreiche System, Argon Prime. Nein, oh, der hat noch was anderes drin. Komm, das gibt's nicht. Da muss man jedes Mal schauen, dass die nichts anderes drin haben. Ja gut, jetzt müsst ihr das aber wirklich machen, ne? Oder? Du drehst jetzt wieder um, ne? Ja. Oh, ich bin gespannt, wenn wir jetzt wieder da unten kommen. Erreiche System. Weiter Kontakt. Okay, hier fliegst du langs. Weiter Kontakt. Oh, ich hoffe echt, dass der das kann, ne? Was macht er jetzt? Oh, nee, doch nicht durch den zweiten Kontakt. Okay. Jetzt fliegst du hier lang. Oh, das wäre so schön, wenn er jetzt einen Weg findet. Hier ist ein Sprungtor. So. Der springt jetzt in... Erreiche System. Die Leere. Die Leere. Hatten wir die auch schon in Staffel 1 freigeschalten, den Sektor hier? Ich glaube, den hier ja, ne? Okay. Wisst ihr, was ich eher gedacht habe? Dass man von hier unten irgendwie hinkommt, ne? Aber dass man von da oben hinkommt? Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Wieso gefährliche Region? Oh, hier kann jetzt aber nichts passieren, oder? Schaut mal, da ist das nächste Sprungtor. Hier war jetzt eine gefährliche Region. Okay. So, ganz schnell schauen, wie es hier aussieht. Bauplan. Oh, der müsste gerade abliefern. Kann das sein? Oh, ich bin gespannt. So, hier springen wir jetzt auch durch. So. Antigone Memorial. Okay. Antigone Memorial. Das haben wir noch gar nicht entdeckt gehabt. Das kenne ich hier gar nicht, den Sektor. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, okay, flieg weiter. Sicherheitscontainer, den können wir mal irgendwann sammeln. Jetzt möchten wir erstmal darunter. Oh, hier sieht es aber auch cool aus. Den Planeten. Was haben wir da? Okay. Jetzt fliegt er hier runter, ne? Oh, das ist so cool. Gleich sind wir wieder da. Hier ist aber momentan ein bisschen wenig, ne? Ich bin mal gespannt, ob die anderen Fraktionen dann hier auch anfangen drinne zu bauen. Ich finde das immer richtig cool. Schaut mal, hier bauen ja auch beide. Terraner und unsere Pioniere. Sigaris Pionier. So. Ja, also mein erstes Ziel ist dann wirklich hier unten den Rang zu steigern. Und dann können wir auch wieder hier mit den Teladi, Paraninen und so das machen. Aber erstmal hier. Jetzt müsstest du gleich reinspringen. Ja, schaut mal, da ist ein Tor. Ach, das ist ja cool, dass die den Weg auf den... gefunden. Wo bist du jetzt reingesprungen? Sigaris. Okay. Hier haben wir noch einen Sektor. Also wie cool ist das denn bitte? Hier ist noch ein dritter. Och, das ist ja gut. Super. Macht unser hier was? Nee. Alles ist da. Jetzt müsste der doch eigentlich anfangen zu bauen.
Die ganzen Credits hat er aufgebraucht. So. Wir schauen mal. Nee, bis jetzt hat er leider noch nicht angefangen. Gut. Ach so, wir wissen ja gar nicht, ob das Konstruktionsschiff schon angekommen ist, ne? Obwohl eigentlich schon, ne? So weit weg ist es ja gar nicht. Wir haben das ja, glaube ich, hier aus Argent Prime angeheuert. Okay. Schaut mal, hier haben wir eine Mission. Sehr einfach. Stelle auf, 8-mal Mine an Zielposition. Kriegen wir das hin? Ich nehme das schon mal an, ne? Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Wir nehmen das schon mal an. So, sehr einfach, okay. Hat das eine Zeit? Nein, okay. Gut, das können wir dann auch in der nächsten Folge mitmachen. Was haben wir hier? Mikrogatterfabrik. Dann haben wir hier ein Sonnenkraftwerk, Verteidigungsstation und ein Ausrüstungsdock. Hier haben wir auch eine Mission. Erreiche System. Gaias Verkündung. Piloten gesucht. Benötigte Fähigkeit. Wir suchen einen Piloten. Beschaffe Pilot. Benötigte Fähigkeiten, Moral. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Wenn wir uns eine Servicemannschaft kaufen, könnte man das vielleicht auch machen. Ne? Ich nehme das alles mal an. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja. Du hattest ja auch keine Zeitbeschränkung. Nee, okay. Können wir alles nächste Folge mitmachen. Hier haben wir auch eine Mission. Ich möchte auch definitiv mehr Missionen machen, ne? Das ist ja in der letzten Staffel ein bisschen zu kurz gekommen. Wieso hast du jetzt hier... Wurden wir angegriffen zwischendrin? Ich bin mal jetzt gespannt. Warte mal. Halt mal ganz kurz an. Entferne diesen Auftrag. Ich möchte nämlich jetzt selber fliegen. Lumme, Verteidiger. Lass mich mal da kurz bitte ran. So. Und ich werde mal hier in diesem Bereich schon mal eine Ressourcensonde auslegen. Ich würde mal sagen, aber schaut mal, hier ist auch, hier hätten wir auch das mal machen können eben. Na super, wir werden aber erstmal hier machen. So. Aufstellen, Ressourcensonde. Helium, Wasserstoff, Methan, Silizium. Das ist schon mal sehr gut. Silizium ist schon mal super. Das haben wir ja sonst auch immer gefarmt. Aber jetzt ist die Frage, dieses Silikonkabelt, ob man das auch farmen kann oder abbauen kann. Vielleicht muss man das auch herstellen, ne? Das kann natürlich auch sein, dass man das aus Rohstoffen herstellen muss. Ich fliege mal jetzt hier noch hin. Erstmal fliege ich hier kurz hin. So. Autopilot eingeschaltet. Ach nee, wartet. Mir fällt gerade was ein. Wir machen mal noch eben den Langstreckenscanner, ne? Ob wir hier noch was finden? So. Hier ist bestimmt zu viel. Hier haben wir einen Sicherheitscontainer. Hier oben haben wir auch einen. Ich flieg mal hin, ne? Aber ich glaube hier so mit den Streuschuss oder mit diesem Schrot ist das ein bisschen doof. So. Sicherheitscontainer. 8 Schlösser, nee, ich glaube, das schaffe ich nicht, nee. Weil der darf ja nicht irgendwo anders getroffen werden, dann explodiert der ja. Aber wir probieren es einfach mal. Sonst machen wir da nochmal den Langstreckenscanner. Ey, das ist echt cool. Jetzt sind wir wieder hier unten. Ich würde aber ganz gerne gleich nochmal schnell mit euch hier so hinfliegen. Hier war ja unser Obert. Beziehungsweise Dr. Rick war ja hier irgendwie. So, was haben wir hier? Agrargüterfabrik, okay. Autopilot ausgeschaltet. Nee, ich glaube, der dreht sich. Dreht sich der doll? Der dreht sich aber nicht so doll. Oh, hier ist bestimmt was Gutes drin, ne? Wollen wir es probieren? Ja, kommt.
Das war schon mal nichts. Ich muss mal anhalten. Einen haben wir. Zwei haben wir. Ja, okay. Und das war's dann. Super toll, na super. Och, Menno. Ich habe mich schon gefreut nach den ersten zwei. Okay, dann halt nicht. So, machen wir mal hier. Oh, das ist schon mal richtig cool. Ich flieg mal hier runter. Autopilot eingeschaltet. Hier haben wir so eine Fabrik. Nehmen die eigentlich irgendwie Erz? Die müssten Erze nehmen, oder? Kaufangebot. Ja, das könnte echt sein, dass die hier sonst Erze annehmen. Auch Silizium. Ja, kommt, dann werden wir, denke ich mal, hier noch ein paar Ressourcen sondern gleich aufstellen. Und den können wir hier definitiv eventuell hier auch dran verkaufen. Und hier und können uns in der nächsten Folge sowas holen. Und das muss man hier bestimmt herstellen. Das kann man bestimmt nicht abernten. Oh, schön. Ich freue mich schon richtig. Ich möchte ja auch wirklich hier gerne richtig weit kommen. Oh, hier haben wir wieder einen. So, ich mache hier nochmal eine Ressourcensonde raus. Auch Silizium, Erze, Methan, Wasserstoff, Helium. Aber Silizium hat sich ja richtig gelohnt. Da haben wir wirklich gut Credits mitgemacht. Autopilot ausgeschaltet. So. Und dann fliegen wir gleich nochmal hier hoch. Und schauen hier, ob hier dieser Obert noch da ist. Der war ja, glaube ich, hier so in dem Bereich, ne? So, wo ist unser anderes Schiff? Das deckt da oben gerade auf. Sehr schön. Medikamentenfabrik. Und so werde ich das dann erstmal auch mit den drei Sektoren machen. Ey, das ist richtig schnell. Das ist super, das Schiff. Was machst du da jetzt? Kommst du gerade nicht weiter? Fliegt der noch? Ja. Oh, schaut mal, hier haben wir auch Asteroiden. Könnte man auch mal probieren, Kristalle zu farmen, ne? Nee, du fliegst gerade echt komisch. Autopilot ausgeschaltet. Ich drehe mich mal um, ihr seht warum. Wer ist das hier? Hier sind die Karks, seht ihr das? Ach, Menno, ich fliege jetzt doch erstmal hier hoch. Autopilot eingeschaltet. Ist der weg? Der ist jetzt weg? Okay. Können wir dann doch eigentlich? Na gut, nee, wir fliegen jetzt erstmal hier hoch. Sicher ist sicher. Ich möchte auch unbedingt das Schiff hier ausprobieren. Wir hatten ja die Nemesis und den Cerberus gehabt in Staffel 1 und ich möchte als nächstes vielleicht dann hier diese Katana ausprobieren und den Cerberus und hier die Nemesis, die können wir uns ja auch zusätzlich noch holen. Schaut mal. Aber ich denke mal, da brauchen wir Rang 10, ne? So. Hier oben werde ich gleich noch meine Ressourcensonde legen. Und Satelliten verteile ich dann noch ein bisschen außerhalb des Gameplays, ne? Machen wir das so. Und in der nächsten Folge können wir ja dann hier die Mission, die wir angenommen haben, machen. Und hier ein paar Stationen scannen und auf jeden Fall das Bergbauschiff holen. Da war auch noch was. Schaut mal, hier sind auch überall Missionen. Schiffsbeschlagnahmung. Oh, das ist schwer. Das können wir, denke ich mal, noch nicht. Und dann haben wir hier... Sehr einfach. Datenlecks von Handelsstationen. Anzahl von Objekten. Die müssen wir bestimmt reparieren, ne? Kommt, das machen wir. Das nehme ich auch schon mal an. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Passt ja. Dann können wir hier die Station noch scannen in der nächsten Folge. Das können wir machen. Das ist cool. So, fliege ich mal hier noch kurz hin. Hier war doch irgendwo der Obert.
Oder das Oberschiff. Autopilot eingeschaltet. So, perfekt. Haben wir hier schon viel aufgedeckt? Und hier mit den Missionen müssten wir ja dann auch ein bisschen im Rang steigen. Ist das jetzt hier nicht mehr? Wie anscheinend. Autopilot ausgeschaltet. So. Dann machen wir hier jetzt noch eine Ressourcensonde hin. Aufstellen, Ressourcensonde. Genau, hier gibt es auch wieder Silizium. Also mit Silizium müssten wir hier echt kein Problem haben. Das ist cool. So, dann schauen wir mal, wie es hier in dem Hauptquartier aussieht. Wieso hast du jetzt noch nicht angefangen? Das ist ja doof. Das müsste doch aber angekommen sein, das Schiff, oder? Der hat aber noch nicht angefangen zu bauen. Hier haben wir eigentlich alles. Genau, das hat er alles aufgebraucht. Alles in Ordnung. Eigentlich müsste der dann mal anfangen, das hier zu bauen. Okay. Wisst ihr, wie wir das machen, ihr Lieben? Ich werde euch gleich nochmal kurz dazu holen, wenn das hier gebaut wurde. In der Zwischenzeit setze ich hier schon mal ein paar Satelliten hin. Gerade hier so an dieser Handelsstation und so. Und wo man hier eventuell Silizium verkaufen kann. Ja, und wenn das dann gebaut wurde, hole ich euch nochmal kurz mit dazu. Dann werden wir ja sehen, ob wir hier die Forschung bekommen. Ah, ich sehe, Sie waren ziemlich beschäftigt. So, und da ist das Ganze fertig gebaut worden. Perfekt. Mir hat er nicht gesagt, ich sehe, Sie waren ziemlich beschäftigt. Okay. Ach, wir sollen dann andocken. Okay, gut. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, ne? Passt mal auf, ich habe hier schon ein paar Satelliten aufgestellt. Schaut mal, zum Beispiel hier. Und hier habe ich beide drin. Ich stelle gleich hier nochmal den neu auf, weil hier habe ich irgendwie mittig gesetzt. Die zwei sind zu weit voneinander entfernt, da müssen wir dann zwei Satelliten aufstellen. Hier werde ich auch einen noch aufstellen und eventuell hier oben, obwohl das schon ziemlich viele sind. Aber hier sind leider nicht so viele Stationen bis jetzt drin gebaut, aber schon mal cool, ne? Und außerhalb des Gameplays werde ich vielleicht noch ein paar Kristalle farmen und hier die zwei Sektoren weiter aufdecken, eventuell. Und ja, und das hier mit dem Andocken machen wir dann auch noch schnell in der nächsten Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge richtig doll. Und da werden wir uns auch unser erstes Bergbauschiff holen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Bis dahin, tschüssi.